Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 33. Ausgabe Game Stalker Extreme. Es sollte ja heute eigentlich die brasilianische Formel 3 kommen, nur wie das Leben so spielt. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Aber nächste Woche, denke ich, sollten die brasilianischen Formel 3 dann wirklich in Videoform vorgestellt werden. Es gab am Montag, dem 9.3. ein Update für Game Stalker. Also an dem Tag, als ich das letzte Video veröffentlicht hatte, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nichts davon. Entsprechend konnte ich euch auch noch nicht damit vertraut machen, dass in dieser Folge das besagte Update vorgestellt wird. Wobei, so viel vorzustellen gibt es gar nicht. Version 1.27. Ja, wir haben ein paar Updates für Spielberg und das klassische Interlagos bekommen, was das Thema Textur und Shader angeht, also ein bisschen mehr Grafik. Soll jetzt auch auf allen anderen Strecken noch erfolgen. Finde ich eigentlich ganz gut. Man kitzelt jetzt so wirklich den letzten Rest raus, den die alte R-Factor Engine, der alte Easy Motor noch hergibt. Man reizt jetzt wirklich die letzten Krümel noch aus. Wie alt ist die Engine? 10 Jahre knapp oder sowas. Aber sieht eigentlich meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut aus. Klar, mit Project Cars kann man nicht mithalten, aber die Brasilianer machen schon das Beste aus dem Dingen, was sie machen können. Und das finde ich doch sehr, sehr gut. Wir haben noch ein paar Sound-Updates bekommen und Physik-Updates. Genauer darauf eingegangen ist man nicht. Also ich kann euch leider nicht sagen, inwiefern jetzt die Physik irgendwo aktualisiert wurde, ob das spezielle Fahrzeuge betrifft oder in Sachen Sound. Aber man hat wohl doch noch einiges an dem Game gemacht und man hat auch was Neues hinzugefügt. Und zwar zum einen die Londrina Kartstrecke in 3 Konfigurationen. Wir fahren hier diese und dazu passenderweise das GX390 Kart. Ich bin mir hier ein bisschen unschlüssig. Mit Version 1.25 kam auch ein Kart dazu, und zwar ein Einsteiger-Rental-Kart ohne Nummerierung. Also das könnte eventuell das hier gewesen sein, weil Einsteiger und so. Oder aber es ist das, wo wirklich Rental dabei steht, was aber meiner Meinung nach auch keinen Sinn macht. Also ich kann euch leider nicht sagen, ob dieses GX390, ob das beide Modelle umfasst. Einmal das Rennkart und dann das Leihkart. Oder ob es sich hierbei nur um das Rennkart handelt. Es steht nämlich was von Amateur Race Spec dran. Ja, tut mir leid, ich bin da leider nicht ganz hundertprozentig informiert. Wir nehmen aber sowieso, braucht man nicht drüber nachdenken, das Rennkart in irgendeiner Variation. Das passt schon. Gehen wir mal in den Schoff rum. Wir haben hier einen Honda-Motor verbaut, den GX390, eigentlich 389, warum auch immer man das Ding 390 nennt. 389 Kubikzentimeter, das ist er hier. Wird für so ziemlich alles verwendet, auch für Rasenmäher oder ich glaube sogar Laubbläser oder eben als Kartantrieb. Der Motor an sich ist neu zu haben für ungefähr 1000 Euro. Das Gesamtkart 1500 bis 2500 gebraucht, auf eBay zum Beispiel. Dazu genaue Informationen zu finden ist nahezu unmöglich. Aber darum geht es uns ja auch gar nicht. Also der Motor heißt GX390 und die 390 eben anhand der Größe des Motors, der eigentlich nur 389 Kubik hat. Eigentlich hat dieser Motor verschiedene Variationen, Ausprägungen, gibt auch Tuning-Teile dafür und. Bis zu 30 PS kann man dem entlocken. Wir fahren hier eine 9 kW Variante, das sind 12,2 PS. Der Motor, den ich gefunden hatte, der hatte 11,7. Ist auf jeden Fall ein Viertakter. Der Motor an sich wiegt 31,5 Kilo. Kriegt man also noch so getragen. Hat 26,4 Newtonmeter Drehmoment. Hier stehen 28. Wie gesagt, man kann ein bisschen tunen, man kann auch ein bisschen dies machen, ein bisschen jenes machen. Und es kommt natürlich auch darauf an, welche Ausprägung des Motors man sich holt. Es ist, wie gesagt, nur die Angabe hier im Namen des reinen Hubraums. Tankvolumen müssten 6,1 Liter ungefähr sein.
Nichts Genaues weiß man nicht. Sollte aber eigentlich bei diesem Motor so sein. Ja, ist halt bei Karts ein bisschen schwieriger. Wir haben, wie gesagt, eine Rennversion. Die sehen wir gerade vor uns mit 12,2 PS und 170 Kilo Leergewicht. Die Rental-Variante, also das Leihkart, kommt auf 190 Kilo bei ungefähr 10 PS. Also 9,5 haben wir da. Und also weniger Leistung, mehr Dampf haben. Und dafür noch einen kompletten Rammschutz außenrum, damit man sich nicht verhakt oder wofür auch immer der gut sein soll. Spielt auch keine große Rolle. Das ist jetzt das erste Mal, glaube ich, dass wir in GameStocker die Karts zu sehen bekommen auf diesem Kanal. Ich bin schon mal irgendwann mit den Dingern gefahren. Ist ziemlich lustig. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Das ist nämlich schon eine ziemliche Weile her. Wir fahren ein 15-minütiges Rennen, versuchen die KI auf 97% zu halten. Versuchen, wenn es nicht klappt, müssen wir ein bisschen runtergehen. Denn die Karts sind doch um einiges anders als die ganz normalen Rennwagen. Nun aber erstmal zur Strecke. Londrina nennt sich das Ganze hier. Ist der Ort, an dem die Kartstrecke zu finden ist. Dem Layout nach ist das der Bira Kart Performance Track. Oder die Bira Kart Performance oder das Ding nennt sich auf jeden Fall Bira Kart Performance. Macht für mich wenig Sinn, diese Namen, aber egal. Es gibt noch einen Bira Kart Track, aber der liegt in Thailand, also da nicht durcheinander kommen. Diese Strecke, die wir vor uns sehen, ist 1020 Meter lang, liegt in Londrina in Paranha in Brasilien logischerweise. Weil, woher kommen die Riser Studios? Genau, Brasilien. Londrina steht übrigens für Klein London, wobei so klein ist das gar nicht. Immerhin ist das eine Großstadt mit 500.000 Einwohnern. Ist also schon okay. Drittgrünste Stadt Brasiliens nach Curitiba und was war das andere? Ich weiß es nicht. Man verdient hier hauptsächlich mit Soja und Kaffee die Moneten. Alles ganz lustig. Aber gar nicht mal so interessant. Zumindest nicht für uns, denn wir wollen auf den Asphalt, auf die 1020 Meter, die es zu bewältigen gilt. Und haben nur 9 Minuten Practice, aber nicht viel. Dann lasst uns doch direkt mal hier eine halbe Runde drehen. Ganz kurze Frage. Ich müsste wahrscheinlich gleich das Steering Lock nochmal anpassen. Bist du geschaltet? Nein, wir haben hier nur Eingang. Gut. All of the speed. Au, 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 nein, nein, nein. Ah. Ja, ich muss wirklich nochmal kurz in die Box. Steering Lock lässt grüßen, weil der mit 18 Degree ja schon gar nicht mal so schlecht sein müsste. Na, Genosse. Ah, und das war das Safety Card, was da rumstand. Also die Karts hier in GameStocker sind schon was besonders Lustiges. Ich bin in der Realität irgendwann vor 20 Jahren mal Kart gefahren. Ist also auch schon 2, 3 Tage länger her. Und auch wirklich nur einmal. Heutzutage würde ich mich nicht mehr trauen, weil ich einfach zu groß und zu schwer bin. Ich habe ja schon Probleme, in sportliche Fahrzeuge zu kommen. Wie soll ich denn auf so ein Kart kommen? Naja. Aber es gibt ja auch 2,7 Meter Riesen, die sich in ein WTCC-Auto quetschen, obwohl die Ärzte sagen, lass mal besser. Ich habe noch nicht die richtige Fahrweise für Karts raus. Klar, ich bin jetzt auch gerade erst eingestiegen. Das ist jetzt meine erste Runde. Also, soweit ich weiß, muss man die, glaube ich, eher im Drift durch die Kurve bewegen. Sonst verliert man massig Zeit. Ich kenne mich da einfach nicht so aus. Ich bin mehr der mit den großvolumigen Motoren, nicht mit irgendwas unter einem Liter. Das geht eigentlich gar nicht. Also, ihr wisst ja, Ami V8 lässt grüßen. Das sind immer die besten. Großes Volumen, viel Drehmoment. Zwar ist auch viel Gewicht, aber egal. Und so ein aller 389 Kubikzentimeter Motor ist dann nicht das Richtige für mich. 10 davon. Dann kommen wir noch lange nicht dahin, wo ich hin will. Okay. Eher 20, dann sind wir dabei.
Oh, ich bin viel zu langsam. Ich habe da letztens im Video gesehen, Ayrton Senna gegen Alain Prost, gegen wen auch immer noch, beim Karten. Das sah lustig aus. Irgend so eine, ich glaube, Race of Champions oder sowas in der Richtung war das. Auf Karts, Indoor, mit Fahrerwechsel und Pipapo. Das sah schon echt spektakulär aus, wie die Altmeister da seitwärts durch die Schikanen driften. Gib doch mal Gas hier, du oller Hobel. Ihr habt ja vorhin gesehen, 125 Kubik-Karts gibt's auch und da dann auch einen Shifter-Kart. Ich weiß gar nicht, wie viele Gänge haben das Ding? 2? Auf jeden Fall kann man da auch ein bisschen shiften. Irgendwen haben wir neben uns. Ui! Okay. Du tittst aber ich selber die Bremse vielleicht doch ein wenig zärtlicher bedienen. Ah, wie geil. Ja, die Dinger machen schon Laune. Wenn sie ein bisschen mehr Dampf hätten. Au. Scheiße, das ist... Oh Mann, das ist echt krank. Da werden wir auch angeschoben von hinten. Oh, guckt euch an, wie viel zu langsam wir sind. 2,4 Sekunden knapp. Dabei ist es gerade nur Training. Ups. Der erste Sektor geht ja noch, aber danach ist Sense. Na komm. Oh, da quält sich dieses olle Kart aber auch. Was war denn das? Ach, das war bestimmt die Spin Recovery oder so, die dann die Kupplung reinhaut. Au, nicht! Ah! Gerade so noch die Kurve bekommen. Und ich halte mal wieder jemanden auf. Da verliere ich so viel Zeit. Wenn du hier erstmal vom Gas bist, dann ist rum. Muss richtig weich fahren mit den Dingern, um möglichst viel Schwung mitzunehmen. Na, so auf jeden Fall nicht. Und ab in die Reifenbarriere. Das kann was werden. Ich sag's euch. Katastrophal kann das werden. Kann ich hier irgendwo einen Overboost einbauen oder sowas? Sowas könnt ihr es. Kein Boost. Och Mann. Aber langsam ist der Hobel ja eigentlich nicht, wenn er mal Speed drauf hat. Dann kommt er immer noch auf 80 Sachen.
Okay, die fahren alle rein. Scheibenhonig. Also, irgendwie wird das nichts. Im zweiten und dritten Sektor verlieren wir so viel Zeit. Haben wir eigentlich noch ein bisschen Zeit, sobald es die letzte Runde. Heieiei. Oh, eine kriegen wir noch. Eine Runde. Schon wieder zu schnell eingebogen. Aber der war gar nicht schlecht, der zweite Sektor. Wenn ich da das Auto nicht mal so rumwerfen würde, ich meine das Kart. Ah. Oh Mann. Das kann ein lustiges Qualifying werden. Gucken, kann ich denn noch irgendwas machen? Machen wir dich mal ein bisschen höher. Die Einstellmöglichkeiten sind nahezu beliebig gering. Aber was hätte ich auch anderes erwartet? So, 3 Liter müssten genügen. Ich denke mal, wenn ich das so sehe, sollten wir nicht über die 23 Runden rauskommen. 28 Runden. Machen wir die nächste Session hier, komm. Qualifying. Pit Speed Limit auf. Oh, ist schon wieder drüber gewesen. Immer noch drüber. Zieh! Eine 51er Zeit gilt's zu schlagen. Das wird was. Das war lustig. Zieh doch! Aha! Ich komm nicht aus dem Buschen hier. Dieser olle Honda-Motor.
etwas unorthodox durch diesen ersten Sektor. Du darfst halt bei den Dingern nicht bremsen, oder so gut wie nicht. Du verlierst alles an Schwung. Da hätte ich wieder viel früher aufs Gas gemusst. Na, leicht abgekürzt und viel Schwung verloren. Ja, die Runde war nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Aber da geht noch was. Squeak, squeeze. Oh, zieh. Oh Gott, 6 Zehntel im letzten Sektor liegen lassen, nachdem ich 5 im zweiten gewonnen habe. Das ist nervenaufreibend. Wieder sehr unorthodox. Wer bremst, verliert. Das gilt bei den Karts, glaube ich, mehr als sonst wo. Zieh. Ach, diese letzte Kurve, Mann. Guter zweiter Sektor. Zieh. Der dritte Sektor war nicht so gut, aber zum Glück auch nicht so schlecht. Das Ding macht schon Laune. Nur so rund unten drum, so bis 60 km/h kommt halt nichts. Da musst du schon schieben, um überhaupt was vorwärts zu bewegen. Und Rückwärtsgang haben wir auch, sehr schön. Was war denn das für eine Linie? Heute, am Sonntag, der große Auftakt der 2015er Formel 1 Saison. Bisschen unspektakulär, aber interessant, dass schon 3 Fahrzeuge überhaupt nicht am Start standen, obwohl sie sich qualifiziert hatten.
Mercedes dominiert wieder mal nach Belieben. Ich denke mal, die sind auch 90% des Rennens nicht voll gefahren. Sonst hätten sie mehr Abstand gehabt. Naja. Aber Sebastian Vettel sah zumindest wieder sehr, sehr glücklich aus. Der hatte Spaß beim Interview. Und dem scheint der Ferrari auf jeden Fall gut zu liegen. Oh! Was heißt denn der Onboard Brake Bias? Bin noch nicht ansatzweise da drauf gekommen, oder doch? Außerdem hat das Ding nicht nur keine Onboard Brake Bias Adjustment, sondern überhaupt keine Brake Bias Adjustment Möglichkeit. Ja, schon wieder drauf gekommen, angeblich. Hm. Viel Schwung verloren, viel zu viel. Und nochmal 13. Oh, gar nicht mal. Der letzte Sektor war nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Das Rennen kann interessant werden. Also wir können grundsätzlich anscheinend vom Speed mithalten. Die KI ist nur sehr zurückhaltend jetzt mit ihren Rundenzeiten, finde ich. Da war sie im Training besser unterwegs. Ja, guckt euch das an. 52er Zeiten. Und wir hatten vorhin noch 51er im Training stehen. Das kann wirklich interessant werden. Zieh. Nein. Ich würde mal sagen, nach dieser Runde gehen wir dann auch das Rennen mal an. Jetzt wird es ja ein bisschen eintönig. Guten Morgen, die Jungs. So macht man mit dem Karten 180er. Einfach nur die Bremse treten und dann ist rum. Okay. Next Session. So. Ratze, wir sind anscheinend immer noch auf der Pole Position. Nein, dann sage ich nicht nein. Komm schon, schneller. Ja. Knatter. All of the speed. Ja. Das Ding kommt ja nicht zu Potte. Oh Mann, oh Mann. Aus irgendeinem Grunde leckt das hier gerade ziemlich. Au. Guten Morgen, stellt mich bitte einer. Danke, gerade. 100 FPS und es leckt, als würdest du es bezahlt kriegen.
Oh, viel zu weit rausgekommen. Zieh, 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 zieh. Wir holen ziemlich gut auf unseren direkten Vordermann. Ich frage mich, wieso. Außer in dieser letzten Kurve, da verlieren wir Zeit. Wobei, so schlimm war es diesmal gar nicht. Oh, was war das für ein Haken da vorne? Nächste Runde haben wir dich, Kollege. Oder anscheinend diese Runde schon. Die KI kommt da zum Glück auch nicht zügiger aus der Kurve, dann brauche ich mich ja nicht über meine Fahrkünste wundern oder aufregen. Das ist dann anscheinend so. Bitte was? Meine letzte Runde war eine 59er? Eine 51.0 meine ich. Die war deutlichst schneller als im Qualifying. 8 Zehntel? Wie geht das? Wie kann ich jetzt auf einmal im Rennen 8 Zehntel schneller sein als im Qualifying? Ich habe da nichts Besonderes gemacht. Da habe ich, glaube ich, dem Kollegen gerade einen kleinen Schubser gegeben. A little nudge, wie man so schön im Englischen sagen täte. Hui! Ist jetzt wieder gut, Kart. Fahr mal geradeaus hier, ja? Gut so. Oh, wir werden zurück überholt. Nein, doch nicht. Hat sich's noch anders überlegt in letzter Sekunde. Aber ich glaube, ich höre ihn. Nein, er ist hinter uns. Er ist hinter uns. Gut so. Wo sind wir eigentlich gerade? Fünfter. Ah, okay. Mann. Völlig out of shape. Und da innen ist er auch schon. Und jetzt mal freundlich an. Oh, und nochmal. Brauche ich nicht nach hinten gucken, wenn er schon wieder vor mir ist. Kampflinie par excellence. Den Körper halb abgekürzt und er ist wieder vorbei. Ah, die Rundenzeiten sind auch momentan katastrophal. Ich glaube, jetzt haben wir ihn wieder. Oh ja, deutlichst. Dieses Gelegge geht mir gerade ziemlich auf den Keks. Trotz 230 FPS leckt das wirklich wie Hulle. Ich habe keine Ahnung warum. Also, das war nicht 32, sondern 230. 230.
FPS. Im Training hatte ich dieses Problem nicht, im Qualifying ja auch nicht. Wieder eine gute Zeit gerade gefahren. Zieh! Zieh! Mann! Du willst mal raushüpfen und schieben, damit das Ding überhaupt zu Potte kommt. Endlich mal wieder ein sauberes Überholmanöver. Ja, die Karts sind schon cool. Die machen auf jeden Fall Laune. Egal ob groß oder klein. Also ob 125er oder jetzt diese 390er. Die Dinger gehen schon richtig gut ab. Und die Strecken sind auch cool. Weil ein bisschen mehr Leistung wäre schon nicht schlecht. Also eine 0 mindestens mal dran. Bei gleichem Gewicht. 120 PS auf 190 Kilo. Jo, nehme ich mit. Upsala. Vielleicht ein kleiner Turbolader drauf oder ein Kompressor. Oder vielleicht doch einfach nur die 30 PS Variante. Vielleicht reicht das ja schon, um richtig Spaß zu haben. Schnell wirkt das von außen auch nicht. Ach ja. Oh, gute Zeit, 50,77. Nochmal deutlich verbessert. Wenn man sich mal so eingeschwungen hat, dann läuft's, ne? Und wir sind fast dran an den führenden drei. Am Trio Infernale. Anderthalb Sekunden trennen uns noch. Vielleicht sollte ich endlich mal aufhören, da hinten abzukürzen. In der letzten Kurve. Ah, wobei, warum? Die Rundenzeit ist dadurch nochmal ein bisschen besser geworden. Wobei, ich glaube, so viel macht das gar nicht aus, weil man ja über den Curb so hoch gehebelt wird, dass man wahrscheinlich sogar einiges an Speed verlieren dürfte. Im Gegensatz zu einer ordentlichen Fahrt durch die Kurve. Und wir sind jetzt, glaube ich, Zweiter. Jawohl. Aber nicht mehr lange, glaube ich. Weil ich jetzt ein bisschen abseits der Linie war, um den Gegnern auszuweichen, aber doch passt.
Führende haut ab, das finde ich nicht gut. Uns hätte übrigens ein Liter Sprit gereicht, wie ich sehe. Wir haben gerade mal für 5 Runden Sprit verbraucht, sind aber schon ungefähr 15 gefahren, ne, 14. Komm schon, du alter Hobel. Ja, das war ein Versuch, clever zu sein, aber dadurch, dass ich die Kurve so eng genommen habe, habe ich sehr viel Schwung verloren. Hat also nichts gebracht. Wir sind dran, wir sind dran. Komm nur nicht vorbei. Scheiße. Jetzt, jetzt. Ja. Da hat er das Ding leicht quergestellt und das war sein Niedergang. Sein vernichtendes Urteil. Ich meine, ihr wisst schon. Das vernichtende Urteil für ihn. So, das macht Sinn. Weil ich gebe auf sein Urteil gerade mal nichts. Und? Ah, schade. Langsame Runde. Okay, 50, 8 und 9 ist jetzt nicht so langsam, aber da hätte noch ein kleines bisschen mehr gehen können. Viel zu viel Grün auf dieser Runde. Und wir führen, wir führen. So weit raus. Ja, deutsche Taste. So. 2 Runden. Ungefähr. Der lässt nicht locker. Mann. Aber ich glaube, danach haben wir noch eine, oder? Ist doch so, wenn ich über Ziel gehe, nach der Nullzeit gibt es noch eine letzte Runde. Oder nicht? Ich kann es mir nicht merken. Ach Mann, ist egal. Wir führen. Das ist sehr komfortabel. Knapp 3 Sekunden Vorsprung. Das ist schon die letzte Runde. Jawohl. Zieh, 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 zieh. Ja, Sieg, Sieg. Und guckt euch diese letzte Runde nochmal an hier. 50-4-4-3. Jawoll. Eine 50-4-4-3. Genial. Super Runde. Aua. Schlechter Verlierer oder was? Ja, dieser eine Fahrfehler am Anfang hat uns ein paar Positionen gekostet. Ich glaube, der war in der letzten Kurve, oder? Der ersten Runde. Aber danach ging es steil nach vorne. Sehr solide. Also ich bin mit unserer Rennperformance eigentlich sehr zufrieden.
Wir hatten nur zwei, drei kleine Hängerchen drin, wo die Rundenzeit mal nicht gepasst hat. Aber ansonsten sehr konstante Rundenzeiten auch. Und eigentlich keine größeren, keine nennenswerten Fahrfehler. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Haben wir hier ein Boxenstopp-Menü? Jo, ich könnte auf harte Reifen wechseln. Super. Alle rammen sie einen hier an. Ich möchte doch nur in meine... Ach, ihr könnt mich mal kreuzweise. Gebt mich mal meine Runden, bitte. Also gut, es waren hier ein paar Hängerchen drin. Aber ansonsten... Wenn man jetzt diese... 50688 als Grundlage nimmt, dann war im Bereich von 3 Zehntel doch schon einiges. Okay, im Bereich von... Wir haben uns natürlich kontinuierlich ein bisschen verbessert, aber es war von den Rundzeiten her schon richtig gut. Und von den Abständen her auch. 20 Sekunden Rückstand, bis wir einen überrundet hätten. Naja. Nee, also ich fand, war ein cooles Rennen. Macht Laune. Nur ein bisschen mehr Dampf dürften die Dinger gerne haben. Da hätte ich nichts gegen. Ein kleines bisschen mehr Ufter-Ufter. Nee. Naja. Gut, dann soll es das für diese Folge GameStocker gewesen sein. Und sollte nicht zufälligerweise noch irgendein Update reinkommen, haben wir nächste Woche Montag dann wirklich die Formel 3 vor der Nase. Morgen und am Mittwoch geht es in Göteborg weiter in Race 07 mit der GT Pro Meisterschaft. Das wird richtig, richtig unterhaltsam. Ich freue mich ein Loch in Dingens und ich freue mich drauf. Donnerstag, Assetto Corsa Custom Tracks mit einem der Fahrzeuge aus dem Dreampack DLC. Und am Freitag dann den Nürburgring in der ADAC GT Masters Lauf Nummer 1. Bevor es am Samstag dann eventuell GT Legends gibt, hoffentlich aber R3E Custom Tracks. Ich hoffe ja, dass wir diese Woche endlich einmal Informationen zu einem Update bekommen, welches ja dieses Jahr schon irgendwann mal hätte passieren sollen. Also ich meine, so ein größeres Update. Das letzte war ja eher ein Hotfix. Und bald ist der März auch schon rum und wir haben immer noch kein Update. Außerdem warten wir noch auf den Cadillac CTS VR, Racecar und die überarbeitete GTR2-Klasse und ja, ihr wisst schon. Am Sonntag dann auf jeden Fall ADAC GT Masters, Lauf Nummer 2 auf dem Nürburgring und am Montag dann eben die Formel 3 hier in GameStocker. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Mitknattern, fürs Mitfiebern, fürs Daumendrücken, fürs Champagner versprühen nach der Zielflagge. Ja, ich fand es wirklich ganz unterhaltsam. Vielleicht machen wir demnächst nochmal ein Kart-Event dann mit den 125ern. Und zwar im Shifter-Kart. Dann hat man auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, die Drehzahl zu modellieren. Naja. Genau, das war's dann von mir für heute. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Euer Swoddy.